Hey Leute, hier ist Aldemar mit Horizon Zero Dawn. Weiter geht's. Weiter. Wir wollen zu diesem Jägerlager unbedingt gehen. Das wäre schön. Oh. Wer hat dich denn umgehauen? So, ich hoffe... Warte. Also, zum Kaufen. Oh, guck mal, 6 Stück. So, was machen wir denn jetzt? Also, wir haben hier das mit dem Seil runterschießen. Dann haben wir starker Schlag. Und dann haben wir hier noch starker Schlag plus. Kräuterkenner. Verdoppelt die Kapazität. Schnitzer-Experte. Erhöht die Chance heute. Okay. Muss mich nicht zweimal fragen. Wird die Ressourcen in der Ja. Oh ja. So, ich glaube, den Rest kann ich nicht machen. Inventar. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. In den Arsch. In meine Popo bei den Armen. Gehen die Jagdprüfung. Ach, nee, das muss ich eigentlich nicht machen. Waffe der Loge, Spornfels Jagdgebiet. Ja, stimmt, aber... 13 von 15 Sonnen. Was sollen wir hier machen da oben? Nee, sorry. Ich gehe wieder. Ich habe jetzt gar nicht... Diese Jagdgebiete sind ganz nett, aber... Es ist jetzt auch nicht so super duper Deluxe oder so. Waffen der Loge. La Paloma, ohe. Dann reisen wir mal schnell. Oder, na, wir laufen denn. Ist auch egal. Ist doch bestimmt nicht so weit. Die Quest auch aktualisieren. Entschuldigung. Da sind wir auch direkt mehrere Quests. Schnappmaullinse. That's not good. Oh, mein Herz. Toll. So viel dazu. Boah, Performance richtig übel gerade. Schon leer? So, mal gerade die Performance zu killt. Oh oh. Geht doch. Meiner. Oh, Performance. Ganz komische Performance gerade. Ich glaube, die sind zu klug, da durchzulaufen. Aua. Oh!
Oh, ist ja noch übergelaufen, weil ich den mit dem Schockfall getroffen habe. Verderbnisschutz. Ich kann es nicht mitnehmen. Okay. Aber brauchen wir nicht Verderbnisschutz? Also, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir es mal irgendwann, aber... Komm, wir gehen mal kurz da hoch. Das ist ganz einfach. Durchs Pirschergebiet. Was zur Hölle ist das? Ach so, ein riesengroßer Vogel. Du bist ganz lieb, du bist ganz lieb. Wir wollen doch nur zum Schnappmaul-Jagdgebiet. Mehr nicht. So riesengroße Killerkrokodile jagen. Riesengroß ist der falsche Titanen-like. Du greifst mich nicht an, du bist doch ganz niedlich. Lieber Vogel, kleiner Vogel. Ist viel zu lieb für mich. Na toll. So, jetzt habe ich einen freien Rücken auf jeden Fall. Und greift er den Vogel an? Nee. Oh, was ist denn hier los? Was ist das denn? Keine Blumen. Hm. Ich hab schon mal... Warum nicht? Gib mir ein bisschen Gras. Boah, das ist so eine Baumstammfalle. Oh ja, mein Kleiner. Kommst du in meine Sammlung? Steck den Speer in deinen Hals. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Jage, töte, vernichte. Widerstand ist zwecklos. Erwischt. Der Sound ist so gut. Ich beschwere mich ja oft, dass zum Spielen der Sound einfach nicht so gut ist, wie er sein sollte. Und hier, gut, ne, wir haben ja ein bisschen Soundprobleme, klar. Gerade beim Aufnehmen und so, wegen der Konverten-Dingens. Bummens, ach, Kompatibilität, so. Aber der Sound ist dennoch geil, ja, das also. Das kommt mir gelegen. Smartico, geilo Matico. Das so ein paar Gockel, die können wir ignorieren. Weiter geht's. Heps, joptala. Joptala, jop. Schnappmaul kann ich auch überreden mitzumachen. Oh, guck mal da. Freunde. Hallo. Ihr müsst schon ein bisschen aufpassen, ne? Ihr seid doch vier. Könnt ihr in alle Richtungen gucken. Guck mal, der hat hier irgendwas. Ach, guck mal hier. Ich sammle nur noch bunte Sachen auf. Ich meine, hier leuchtet alles, was ich einsammeln kann. Hier leuchtet alles. Guck
Kunterbunt. Daher. Und nicht daher. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Oh, endlich. Komm, wir laufen. Das ist doch gar nicht so weit. Ist da nur eins? Nee. Eins, zwei, Polizei. Komm, Schnappi, Schnappi, sind zwei. Wetten, das ist wieder umsonst. Scheiße, ich hab kaum noch Lebensenergie. Und los geht's. Oh nein. Oh nein. Bin ich auch. Los. Los, Lancelot. Dann halt nicht. So, das haben wir auch geschafft. Dann haben wir da noch begib dich zum Seenschrein und dann noch gehen wir mal zum Seenschrein. Hey. Die Bäume haben auch Gefühle. Meine Güte, das ist cool. Das habe ich auch erst seit letzter Folge gesehen, dass die auf Bäume umrennen. Ich bin gespannt, wie groß die noch werden. Also, ich glaub, kann auch sein, dass wir jetzt bis jetzt man alle gesehen kann haben, zu oder? Gut vorbereitet sein. Oder, aber wohl, Behemoth? Was ist ein Behemoth? Ja? Wir haben genug Vögel abgeknallt. Eine ganze haben wir noch nicht. Irgendwas Tolles? Nee, ich weiß. Arme Gans. Da ist ein Schrein. Taro sich verabschieden. Okay. Ich habe verstanden. Ich gehe schon wieder. Mitten ins Ziel.
kommt raus. Oh Gott, das ist so beängstigend. Nur noch ein bisschen. Oh Gott, schneller, 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 schneller. Ja! Oh Gott. Boah, Alter, dieses Spiel. Das war eine dumme Idee. Jetzt gehört er nicht mehr mir. Ich weiß gar nicht mehr, was hier los war. Ich weiß es nicht mehr. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband. Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Oh. Da machen wir jetzt noch die Eins. Boah, es ist so krass, ne? Also der Sound macht's noch natürlich, so wie es aussieht, wie sie sich bewegen und so. Natürlich sieht das auch schon brachial aus, aber Alter, wenn die so losspringen und du hörst dieses Holzbersten, wenn die gegeneinander kämpfen, das ist krass, ja. Sound ist meines Erachtens sowas von wichtig, ja. Ein guter Sound gibt dir, das ist richtig gut. Was soll ich sagen? Das muss der Sonnensteig sein, den der Banuk bemalen will. Ach ja, das sind die, genau, das ist für die Toten. Jetzt weiß ich wieder. Das Ding für die Toten. Das sind bestimmt so Hühnchen. Ah, siehst du? Nee, sind... Dieser Sturm lag schon länger in der Luft. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Okay, ich hab verstanden. Doch, geht. Kämpfe! Aua. Geh angreifen, los, du Bananevogel. Luftschlacht. Thank you.
Adlerhorst. Wenn ich den jetzt ins... Ah, ist unserer. Okay. Schon gut, aus der Stadt weg zu sein. Bitteschön. Ist das dann wieder eine Metallblume? Jetzt haben wir direkt schon zwei gefunden. Was mache ich damit? Ich hasse so Sammeldinger. Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Bitteschön. Ich bin der Beste. Oh, wie cool. Da ist die Stadt. Schön, oder? Meine Güte. So, jetzt haben wir noch hier ein Feuer. Da wollen wir mal speichern. Und dann... gehen wir mal in die Stadt zurück. Wir gucken mal, wir... Ich habe ja hier auch noch eine Quest, die ich abschließen kann. Mittlinger bei Tola in der Rede mit Kiel. Habe ich vergessen, ja? Wir speichern jetzt hier mal ab. Und dann, muss ich... sterben! Oh Gott. Abspeichern, da können wir mal vielleicht schnell reisen. Mein Gott, das Feuer ist doch schon ein bisschen weit weg. Steht aber versteckt. Direkt am Baum. Wer baut denn so ein Feuer? Ich glaube, das ist unabsichtlich mit dem Baum. Na gut, Leute, bis zur nächsten Folge. Haut rein.